Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder ohne Flugzeug unterwegs und zwar zu Fuß im Odenwald. Denn ich suche mal wieder nach einem Lost Place. Ihr wisst, immer wenn ich euch ein Lost Place zeige und ich euch damit hinnehme, dann hat es auch etwas mit der Fliegerei zu tun. Heute suchen wir nach einer ehemaligen Wettersatelliten-Bodenstation. In dieser Station saßen früher die Meteorologen direkt drin, haben Satellitenbilder empfangen, um dann für uns daraus das Wetter vorherzusagen, damit wir wissen, wird es heute Oscar oder Charlie, woher kommt der Wind, wie viel Grad wird es heute und so weiter. Also, sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Erstmal das Ding finden. Viel Spaß beim Video. Sieht man zwischen Bäumen versteckt die weiße Parabolantenne, so ein weißes Gerüst der Satellitenbodenstation. Ich zoome mal ran, da laufen wir jetzt hin. Ich bin jetzt wirklich hier am Eingangstor der ehemaligen Satellitenbodenstation und kein Verbotsschild, Schranke ist offen, überhaupt kein Schild hier. Jetzt gehe ich hier mal umschauen. Ja? Also ganz interessant, ich drehe mal die Kamera rum. So, das ist jetzt die Satellitenbodenstation und zur Antenne laufen wir später. Wie ich sehe, wird hier schon fleißig abgerissen und aufgeräumt. Da komme ich wohl fast zu spät. Vor ein paar Monaten war das wohl noch alles drin verbaut. Ganzen Tische, Schreibtische, dass man fast schon gesehen hätte, wie die gearbeitet haben. Zur Geschichte dieser Bodenstation erzähle ich dann gleich noch was. Ihr seht auch hier ein großes Tor, hier konnte man ein Fahrzeug reinfahren. Und hier geht es jetzt rein. Die Tür ist offen, kein Verbotsschild, also gehen wir hinein. Gucken, dass wir mit restlich hier auskommen. Ah, das ist keine Fahrzeughalle, sondern ich glaube, das ist so eine Absorberhalle. Oh, ich muss mein Handy rausholen, Licht anmachen. So, mal schauen, wie das Handylicht ausreicht, weil wir sind jetzt hier, das ist wirklich so, ja, so eine Absorberhalle. Hier wurden wahrscheinlich Tests gemacht, Steckdosen hier. Aber was für Tests? Wetterexperimente? Ihr seht die ganze Müll, der ist schon zusammengetragen. Ist da noch was drin? Ist eine Tastatur drin? Oh, ja, so leicht war die gar nicht. Mitnehmen tun wir nichts. Keine Souvenirs etc. Das haben andere schon genug gemacht. Meine Erinnerungen sind die Bilder. Gehen wir weiter. Hier dann wahrscheinlich das ganze Material. Das sieht mir alles nach Elektromaterial aus, das hier gelagert wurde. Aber ansonsten ist in diesem Raum nichts mehr. Oh, guck mal, hier kann ich weitergehen. Da waren die Leitungen im Boden. Ja, doppelter Boden. Die Platten sind auch schon weg. Oh, jetzt gehen wir mal nach hinten. Oh, hier war die Brandmeldeanlage. Ist das von Siemens? Sehe ich es nicht? Nein, von Telenorma. Okay. Es gibt schon viel zu entdecken. Wo gehe ich denn zuerst hin? Ich gehe erstmal da hinten hin. So, die Tür hier. Toilette. Ist hier noch drin? Ich gucke jetzt ja nicht rein. Also stinkt nicht, aber
hier wären die Toiletten. Ja, weiter. Das waren wahrscheinlich alles Büroräume. Ja, das ist alles schon leer geräumt, die doppelten Böden entsorgt, Tische und Stühle schon entsorgt. Ich habe erzählt bekommen, das war noch alles voll, als die Ersten hier in diesem Lost Place erkundet haben. Ja, nichts mehr drin, nichts mehr drin. Fenster sind auch schon alle mit Holz verrammelt. Wahrscheinlich haben Vandalismus betrieben. Und hier schon mal ein ganzes Fenster eingeschlagen. Ja, Elektro alles entsorgt. So, jetzt mal hier schauen. Hat sich schon einer verewigt. Ah ja, das muss ein großes Großraumbüro gewesen sein. Mit so Schiebetüren hier. Ja, was wohl dahinter war. Bestimmt ganz viele Ordner. Ja, die haben mir deswegen schon alles rausgeholt. Wie gesagt, zur Geschichte gleich, wenn wir draußen sind. Ich glaube, das steht kurz vor dem Abriss. Gut, dass ich schon mal rechtzeitig hergekommen bin. Also hier sollen wirklich noch die ganzen Dokumente rumgelegen haben, Ordner, alles. Also mal hier. Auch schon leergeräumte Räume. Wie gesagt, der doppelte Boden schon komplett entfernt. Und jetzt wird es noch unheimischer. Es geht in den Keller. Uah. Jetzt sehen wir, welche Leichen wir da entdecken. So, erste Tür. Aha, da würde es nach draußen gehen. Das sind Leistungsschalter. Okay. Der hat ja viel Strom gebraucht in dem Gebäude. Die ganzen Rechner, die hier liefen. Oh, da geht es noch tiefer runter. Also Leute, das ist mir zu unsicher, ne? Die Leiter, die ist schon kaputt. Ich bin allein unterwegs. Und wenn mir was passiert, komme ich schon nicht mehr raus. Ne? Sicher ist sicher. Da wird auch nicht mehr viel sein. Obwohl es halt ganz schön. Naja, schauen wir mal, was wir noch entdecken. Das ist zwei Kellerstockwerke tief. So, was haben wir hier? Ah, es würde nach draußen gehen. Ha, die Telefonanlage war von Siemens. Okay. Ganz viel Müll. Hier. Typisches Endlospapier. Könnte ich mal mitnehmen, ne? Ist ja noch unbedruckt. Sogar für Ringlochordner. Ah, hatte ich früher auch. Neun Nadeldrucker mit Endlospapier. So, was haben wir hier? Ah, das ist die Heizung und Klima. Wahrscheinlich war hier unten, ja. Okay, hier war Heizung und Klima. Guck ich mal, was da hinten noch ist. Okay, Elektroverteilung. Elektroverteilung. Wirklich Hochspannung hier. Ui. Ist es schon zugeschüttet oder was war da morgen drin? Nicht reinfallen. Ja, alles schon geplündert, was man brauchen kann. Guck mal, ein Bandlaufwerk. Zur Datensicherung. Auch schon kaputt. So. So, das war's dann auch schon von hier drinnen. Jetzt gehen wir mal nach draußen wieder und schauen, was wir da noch entdecken. Ja, die Tür wäre offen. Ja, die sind hier wirklich am Ausräumen, Entsorgen, Ausmisten. Die Zeiten dieser Satellitenbodenstation sind vorbei. Alter Computermonitor, Leitungen, Kühlschrank. Da hinten sind noch Teile der Klimaanlage. Hatten die einen Hundezwinger oder sowas? Hm.
glaube ich, zwar nett, aber wer weiß. Jedenfalls haben die sich's gemütlich gemacht. Ab und zu mal. Was sehe ich denn da noch im Müll? Ah nee, nur Kacheln. Hab schon gedacht, liegt da ein Tablet. Obendrauf hat es schon kleinere Satellitenantennen. Ich glaube, die besseren sind schon abgebaut, aber jetzt laufen wir auch zur ganz großen. Und noch Außengelände, das waren mal die Parkplätze für die Mitarbeiter. Jetzt schauen wir mal, was hinter der Hütte noch steht. Ja, diese Bauform ist so typisch 70er, 80er Jahre, oder? Ach, da ist noch ein Gebäude. Da gehen wir hin. Ah, das könnte so ein bisschen Versorgungsgebäude gewesen sein. Naja, schauen wir mal rein. Es stehen alle Türen sperrangelweit offen. Ja, das ist ein Notstromgenerator. Ja, da hinten steht der dicke Diesel. Ein dicker Dieselmotor, der hier den Generator angetrieben hat. Notstrom. Ja, ist ja interessant, ne? Aber auch schon total geplündert hier. Der dicke Dieselmotor da hinten. Ja. Und hier vorne dran der Generator. Dann waren die wirklich hier autark mit dem Strom? Hey, gibt's nicht viel zu sehen hier, auch wenn es dunkel ist. Geplünderte Schaltschränke. Da wird alles rausgeholt, was man noch brauchen kann. Ja. Ja, und da gingen dann die ganzen Stromleitungen zum Hauptgebäude rüber. Ja, den Dieselmotor wollte man halt ein bisschen entfernter aufbauen, ein bisschen isolierter, dass wenn der anspringt, dass man nichts davon hört. Und hier, ja, hier waren glaube ich die ganzen Trafos drin. Die hat man natürlich auch weggeholt. Das ist viel Kupfer. Ja, nur noch die Leitungen. Die könnte man noch alle holen, wenn man noch auf Kupfer scharf ist. Aber ich glaube, das wird nach und nach sich hier jetzt geholt. So, ich glaube, jetzt gehen wir mal weiter zur Antenne. Wow, also hier stehen wir jetzt vor der großen Satellitenschüssel. Oh, Scherben am Boden. Ganz viel Müll. Wo die wirklich dann die, naja, die Satellitendaten empfangen haben. Die Satellitenbilder der Wettersatelliten. Ah, mal gucken, ob man da reinkommt, was sich mal drin sieht. Ja, da war jetzt nicht viel drin zu sehen, aber da oben geht's weiter. Muss mal kurz Handy wegstellen. So, ich bin jetzt hier hochgekrabbelt. Leute, nicht ungefährlich, ne? Nicht zu Hause, nicht nachmachen. So, die Tür geht hier rum, die schlägt hier oben an. Ich glaube, die wollten mir auch zuschweißen, aber das haben sie nicht ordentlich genug gemacht. Ja, hier ist das Zahnradwerk, um diesen Turm zu drehen. So, jetzt bin ich hier oben, jetzt kann ich auch noch ganz hoch gehen. So, es würde noch höher gehen, aber das ist nur für Wartungszwecke und ich krabbel nicht ganz in die Schüssel rein. Also ein bisschen vorsichtig muss ich auch sein, ja. Da könnte man da oben für Wartungszwecke rein, dann komme ich dann in das Gittermast rein, aber brauche ich ja nicht. Mal gucken, wie hoch wir hier gucken können. Ja, da wäre ich da. Ja, da wären wir da oben drin. So, interessant, diese Schüssel ist halt dann in mehrere Richtungen schwenkbar. Ihr seht hier schwenkbar. Sie ist jetzt genau nach oben ausgerichtet, aber man hätte sie auch schwenken können, hier auf diesen Zahnrädern. Hier waren wohl auch noch Aufbauten, weitere Antennen. Ja, schon imposant. Wow. Ja, aber ein Relikt vergangener Zeit. Mehr dazu gleich. Wieder unten. Die ganz schönen Finger. Ach, guck mal, wer das gebaut hat. Siemens und MAN haben hier diese Schüssel gebaut. Aber da geht noch eine Tür unten rein. Schauen wir mal, was da war. Ja, ja, nicht viel zu entdecken. Ich glaube, hier war auch ja, einer, der hier das Ganze überwacht hat und immer auf Kommando die Schüssel gedreht hat. Oh, guck mal hier, Kassette.
Lea, was war hier? Der Ernst Mosch. Okay. Oh. Ja, alles schon geplündert. Hätten ja eher herkommen sollen, da war wohl noch vieles nicht so zerstört und geplündert. So, ich laufe mal wieder zurück zum Auto. Im Hintergrund seht ihr noch die Station. Also, diese Station wurde gebaut von der ESA, ja, der European Space Agency, 1975. Eben zum Zweck, zum Empfangen von Satellitenbildern von Meteosat. Meteosat sind ja die Wettersatelliten. Dann saßen da die Radiotechniker, die Meteorologen hier in der Station drin und haben mit Hilfe dieser Satellitenbilder eben die Wettervorhersagen gemacht. Das Ganze ging dann bis 2002. Dann hat die ESA das Gebäude aufgegeben und hat es verkauft an eine private Firma. Die private Firma ging kurz darauf insolvent und das Gebäude wurde nicht mehr genutzt, stand leer. Klar, dass da irgendwann, wenn sowas nicht benutzt wird, nicht bewacht wird, eine insolvente Firma kann sich keinen Wachschutz leisten, dass da irgendwann eingebrochen wird, vandalisiert wird, und dann steht das alles offen, dann kommen die nächsten Plünderer und irgendwann ist es nur noch eine Ruine für jeden frei zugänglich. Aber wie ihr gesehen habt, das wird jetzt wahrscheinlich nach und nach abgerissen und irgendwann ist diese ehemalige Wettersatellitenbodenstation komplett verschwunden. Gut, ich habe es jetzt für mich per Video nochmal dokumentiert, habe es für mich auch nochmal gesehen, wollte schon lange hierher, jetzt kam ich erst dazu. Gut, jetzt geht's zurück zum Auto. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Dann bis zum nächsten Mal, euer Uli. Ciao.